wie man sich vor Dieben verstecken sollte. Es war einmal ein Mann, der so arm wie eine Kirchenmaus war. Dieser Mann hörte eines Abends ein Geräusch vom Tor her. Durchs Fenster spähend sah er seltsame Gestalten in seinem Hof schleichen. Es wurde ihm bald klar, dass Diebe in seinem Hof waren. Er bekam einen solchen Schrecken, dass er sich in einer Truhe in der Ecke des Zimmers versteckte. Währenddessen kamen die Diebe ins Haus, wühlten alles herum, fanden aber nichts Wertvolles. Sie hatten viele Säcke dabei, weil sie dachten, sie würden zu großer Beute kommen. Doch sie mussten eine Enttäuschung erleben, denn die Armut im Haus war so groß, dass es einfach nichts zu stehlen gab. Sie wollten jedoch nicht mit leeren Händen weggehen, also suchten sie weiter. Schließlich fanden sie die Truhe, in der sich der arme Mann versteckt hatte. Sie machten sie auf und überrascht sahen sie den Mann, der vor Angst zitterte. »Was machst du denn in dieser Truhe?«, fragte einer der Diebe. Der Mann antwortete ängstlich, mit gesenktem Kopf, als ob er sich schämte. »Wie ihr selber sehen könnt, gibt es nichts Wertvolles in meinem Haus. Deshalb habe ich mich so sehr geschämt, dass ich mich in der Truhe versteckt habe.« Die Diebe brachen in Lachen aus und belästigten diesen feigen, aber humorvollen Mann nie wieder.